Liebe FBOs, die EM ist entschieden. Herzlichen Glückwunsch an Spanien. Aber jetzt geht es wieder um euch. Jetzt heißt es wieder eigentlich, was sind eure Ziele fürs zweite Halbjahr? Und wie könnt ihr diese erreichen? Wisst ihr, dass das wieder erhältlich ist? Am besten gleich im 12er-Pack. Oder Term gibt es ab 5. August endlich auch bei uns in Dach. Was ist noch passiert im letzten Monat? Wir waren in Cannes. In Cannes war ein absolutes Highlight. Und für mich persönlich muss ich wirklich sagen, für mich gab es genau drei Highlights. Für mich gab es die White Party, die war wirklich unglaublich und es war toll zu sehen, wie die FBOs zusammen gefeiert haben, sich ausgetauscht haben und wir als Dachregion noch stärker zusammengewachsen sind. Dann gab es Frauenpower, Cynthia mit drei ganz tollen Frauen auf der Bühne und die haben uns nochmal gezeigt, wie wichtig die Frauen in unserem Geschäft sind und was sie alles bewirken können. Das dritte Highlight, Greg. Ich muss sagen, ich habe persönlich Greg noch nie so performend auf der Bühne gesehen. Und ich meine, er hat uns eine super Message mitgebracht. Wir müssen alle nach Paris nächstes Jahr. Und deshalb ist es ganz egal, ob du dich schon beworben hast oder ob du schon ein Ticket hast. Plan es ein. Auf jeden Fall nach Paris, denn das wird das größte Event seit langem für uns. Und ich glaube, ich kann auf euch zählen, dass wir uns dort in ganz, ganz großer Zahl wiedersehen. Was passiert aber jetzt die nächsten Tage, die nächste Zeit? Ja, wir haben wieder, ich sage es nochmal, wir haben das neue Büro in Österreich. Wir müssen nur noch einmal, muss noch einer vom Amt vorbeikommen und dann können wir das eröffnen, dass ihr im September dort eure großen Veranstaltungen auch machen könnt. Also, fangt jetzt schon an zu planen und, ich meine hier im Hintergrund, ihr seht das, die Villa, sie steht euch zur Verfügung. Nutzt sie, um Forever und die Forever-Produkte und das Forever-Business weiterzubringen. Letzten Donnerstag sind wir hier zusammengekommen, alle Forever-Mitarbeiter aus der ganzen Dachregion. Sowohl die Schweizer als auch die Österreicher, auch als die Deutschen, waren alle hier zusammen. Und wir haben hier in dem Garten zusammen gefeiert, ja, zusammen uns noch besser kennengelernt, damit wir euch noch besser unterstützen können. Es war ein ganz tolles Fest. Und was passiert demnächst noch zusammen? Am Donnerstag findet der Firmenlauf wieder hier in München statt. 10.000 Menschen laufen zusammen, eine relativ kurze oder vielleicht auch für einige etwas längere Strecke von 7 Kilometern. Wir sind mit dabei und zwar mit einigen FBOs von euch. Wir sind, glaube ich, 30 insgesamt und werden hier gemeinsam diese 7 Kilometer meistern. Und ich freue mich schon, dass ihr dabei seid oder guckt es euch zumindest auf Social Media an. Jetzt geht es ja eigentlich in den Sommer und ihr kennt das Thema Sommerloch. Aber bei uns gibt es dieses Jahr kein Sommerloch. Denn ab 1. August haben wir den CNCC Supervisor neu hier als Test in der Dachregion. Und damit müsst ihr kein Sommerloch ertragen. Damit könnt ihr euren Umsatz nochmal richtig pushen, richtig in Bewegung bringen und ein zukünftiges Geschäft aufbauen. Ich bin ganz sicher, dass ihr das könnt. Und zu guter Letzt, vergesst nicht unsere Success Days, die anstehen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Man kann nicht früh genug dabei sein. Sichert euch ein Ticket und ich freue mich, euch dort wiederzusehen.